Es sind zwei Jungen und sie heißen Ratscha und Rimba. Das süßeste Geheimnis Frankfurts ist gelüftet. Die beiden Tigerbabys im Zoo sind heute, fast zwei Monate nach ihrer Geburt, aus der Wurfbox geholt worden. Geschlecht und Name waren bislang noch völlig unklar. Heute stand die erste Impfung an und damit auch der erste Gang nach draußen. Die beiden haben uns mit weit aufgerissenen Augen angeschaut. Alles noch relativ aufregend für die jungen Tiger. Für den Zoo ist der Nachwuchs etwas ganz Besonderes. Erstens ist es der erste Tigernachwuchs seit 10 Jahren und zweitens sind die Sumatra-Tiger vom Aussterben bedroht. Weltweit gibt es nur noch wenige hundert. Für die beiden Babys in Frankfurt ging es nach dem kurzen Schaulaufen heute direkt zurück in die Box.